wieder eine Runde Kopie. Hallo alle miteinander. Ich hoffe, es kommt langsam so ein bisschen Fahrt in die Kopie rein, dass ihr wirklich versteht, was der Sinn einer Kopie ist, so wie ich es sehe. Ja? Also der Lernprozess in der Kopie ist gewaltig. Ja? Aber dieses Festklammern an 1:1 zu kopieren, das ist eigentlich nicht das Ziel. Ja? Und eine Kopie kann Naturstudium nicht ersetzen. Das will ich immer wieder sagen. Ja? Also ein Porträt zu zeichnen, wenn man jemanden vor sich sitzen hat, ist was ganz anderes, als wenn man ein Porträt zeichnet, was von einem Bild abgezeichnet wird oder von einer Zeichnung. Wir werden später auch Fotorealismus machen. Wir werden wirklich Bilder zeichnen, die aussehen wie ein Foto. Und ihr werdet sehen, ich habe das ganz am Anfang mal gesagt, es ist kein Mysterium. Hat ungeheuer viel mit Fleiß zu tun, aber das Detail ist nicht so schwierig. Die Gesamtheit ist immer ungeheuer ergreifend, wenn man eine Zeichnung sieht, die so aussieht wie ein Foto. Ja? Aber ihr werdet sehen, wir müssen solche Dinge entmystifizieren. Wir müssen immer die Frage stellen, warum wir etwas machen. Und wenn ich die Frage bei Kopie stelle, warum kopiere ich, dann will ich mich freischwimmen. Ich will mal einen anderen Strich machen, weil wenn ich etwas zeichne, zeichne ich halt so, wie ich bin. Und wenn ich aber eine Kopie mache, dann muss ich mich mal in einen anderen Duktus hineinarbeiten. Und das hilft mir, auch mal aus meiner Enge wieder rauszukommen und mal was anderes zu versuchen. Also deswegen werden wir diese Kopiereihe, also da wird noch einiges kommen in den nächsten 1-2 Jahren, weil ihr werdet sehen, wie viele verschiedene Sachen wir auch machen können, wie viele verschiedene Sachen wir auch ausprobieren können. So, und da gehen wir wirklich von den alten Meistern, also bald werden wir auch mal unseren Freund Leonardo vornehmen. Aber das Figürliche, was ja bei Leonardo oder bei Michelangelo sehr, sehr opulent ist, das werden wir uns erst später vornehmen. Da müssen wir erst noch ein paar Schritte davor machen. Da möchte ich nicht mit Figürlichen, will ich jetzt noch nicht anfangen. Also werden wir heute uns noch mal ein landschaftliches Bild nehmen. Das ist ein Bild von, wie heißt der Herr? Dahl kenne ich ihn immer, aber der hat viele Namen. Johann Christian Clausen Dahl, ein Norweger. Und ein Zeitgenosse Caspar David Friedrichs. Und den werden viele kennen, Romantik, ja, diese wahnsinnigen, mystischen Bilder von Caspar David Friedrich. Er hat sozusagen, das war eine Zeit wirklich, wir leben vielleicht wieder in einer Art von Romantik, dass wir wirklich der Natur auch jetzt wieder den Respekt zollen, den wir vielleicht vergessen haben. Ja? In unserer ganzen Wirtschaftswahn und Industrialisierung haben wir vergessen, wovon wir eigentlich abhängig sind, eben von der Natur. Wenn die Natur zugrunde geht, gehen wir mit zugrunde. Und das war auch eine Zeit der Romantik, also Rückbesinnung auf Natur, und ihr kennt diese Bilder. Und Dahl hat auch fantastisch, also er war Landschaftsmaler, hat aber sehr lange in Dresden gearbeitet, und es gibt sehr bekannte Dresden-Abbildung, also neben Canaletto, den der eine oder andere vielleicht auch kennt, hat Dahl also auch sehr schöne mystische Dresden-Bilder gemalt. Und er hat eben auch Skizzen zu seinen Bildern gemacht, was ich oft heute bei Malern gar nicht mehr sehe. Die modernen Maler gehen im Prinzip, nicht alle, aber die so sehr frei malen, die gehen direkt auf die Leinwand drauf und versuchen dort das Bild zu entwickeln, aber in früheren Zeiten, weil es ja realistisch und sehr naturalistisch war, hat man erstmal versucht, die Komposition im Vorfeld in Skizzen wiederzugeben. Deswegen waren die Skizzen nicht immer ausformuliert, sondern haben ein bisschen nur den Aspekt, wo ist was und wie teilt man sich das Bild auf. Aber da kommen eben auch sehr, sehr schöne und, wenn man so will, sehr moderne Zeichnungen heraus. Und diese von Dahl zu einem wirklichen Gemälde von ihm, eines der Vorskizzen, habe ich jetzt mal genommen. Und ihr seht, es ist im Prinzip sehr, sehr flink gemalt und nichts ist durchgearbeitet, aber es hat einen ungeheuren Raum, hat schon Licht und alles ist schon drin, was man braucht. Und das will ich ja damit auch sagen. Zeichnung muss ja nicht immer bis zur letzten Phase durchdekliniert werden, sondern Zeichnung ist auch dazu da, mal was hinzuschmeißen, mal einfach mal einen Eindruck schnell zu fassen. Ich sage immer, wenn man am Bus steht und sein Skizzenbuch rausnimmt und man sieht etwas und der Bus kommt gerade, sagt man, das muss ich aber noch festhalten, da können ein paar Striche reichen, und dann
hat man etwas als Erinnerung. Man muss nicht alles durchmiezeln. Und es macht einen auch eben frei. Das ist eine Bleistiftzeichnung. Und ich habe gelesen, das wusste ich nicht, dass er zwischendurch auch wohl mit Wasser drüber gegangen ist, vielleicht den Graphit ein bisschen verwischt hat und dann nochmal mit stärkeren Linien drüber gegangen ist, bis zu dem Vordergrund, ihr seht, sehr feine Linien dann reingesetzt hat, zu den anderen Flächen, die eigentlich nur als Flächen gesetzt sind. Das wollen wir jetzt mal versuchen. Es ist ein verhältnismäßig einfaches Bild, aber ich glaube, wenn ihr mal solche Skizzen euch auch sucht und die dann auch wirklich mal kopiert, werdet ihr sehen, was für eine Kraft in so einem flüchtigen, vermeintlich flüchtigen Aspekt einer Skizze liegt. Aber letztendlich erfasst diese Skizze schon sehr, sehr viel. Also, fangen wir mal an. Ich habe mir hierzu zwei Bleistifte genommen, einen ein bisschen dickeren. Ich glaube, das Format, was ich jetzt nehme, ist etwas größer als das, was, das ist eine Skizze, die wird so 20 Zentimeter vielleicht groß sein. Ich habe jetzt die Maße nicht im Kopf, aber das ist keine sehr große Skizze. Ich habe jetzt mal ein größeres Blatt genommen. Das ist ja egal, ja. Also wie gesagt, wir wollen ja keine Fälschung machen, sondern wir wollen kopieren im Sinne von etwas nachspüren. Also ich fange jetzt erstmal mit dieser Brücke an hier über die Elbe. Ihr seht, also ich denke auch, das sind so Linienführungen, die auch, wenn man so anfängt zu zeichnen, das sind auch so Linien, die letztendlich auch erstmal suchen, die Form. Und das kann man ruhig auch zulassen, dass man so eine Form, das Suchen letztendlich auch mit kultiviert in so einer Zeichnung. So. So, dann gibt es hier einen Vordergrund. Ihr seht, ich halte mich nicht sehr an genauen Übertrag dessen, was ich hier sehe, sondern ich versuche, den Geist dieser Zeichnung zu erfassen und auch mich in dem Duktus von dem, was ich hier tue, mich Herrn Dahl anzupassen. Das sind wirklich Flächen, die so reingesetzt sind. Und das habe ich noch nie gemacht, das finde ich interessant. Jetzt wirklich mal das bisschen mit Wasser zu verschmieren. Dann kommt ein bisschen auch Grauwerte in den Pinsel rein. Man merkt, dass das Graphit lässt sich natürlich nicht so gut verteilen wie Tinte. Aber man merkt, man zieht schon Flächen zusammen. Ihr seht, es bleibt ein letztendlich etwas jetzt wirklich mal über die ganze Fläche hier. Jetzt habe ich das Blatt nicht aufgezogen, also mit Tesa mit dem Kreppband fixiert. So fängt das an, sich ein bisschen zu wellen, aber das stört mich jetzt nicht so. Müssen wir sehen, wie das. Ihr seht, ich könnte sogar jetzt weiterzeichnen, das mache ich auch. Da das Graphit ölhaltig ist, kann man wirklich weiterzeichnen. Und ihr seht, gerade diese nasse Unterlage, da verschwimmt das Graphit auch ein bisschen. Was ganz interessant ist. Also bei den Bögen werde ich jetzt nicht aufpassen, dass ich genau die gleiche Anzahl habe.
Jetzt höre ich mal auf, weil jetzt muss erstmal trocknen. Ihr seht, es wälzt sich sehr stark. Und das kann man eben verhindern. Hätte ich vorher mit so einem Kreppband das festgeklebt auf den Untergrund, würde es, wenn dann trocknet, würden die meisten Wellen wieder rausgehen. So, da bin ich wieder. Hat eine Weile gedauert. Aber wisst ihr, was ich gerade gemacht habe? Ich habe hier einfach mal ein bisschen drüber gewischt. Ich weiß nicht, ob das Herr Dahl auch gemacht hat, aber ihr seht, einfach mal ausprobieren, ja, einfach mal gucken, was passiert. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt das vorher zeichne und dann, um dann für euch perfekt zu sein, sondern ich möchte mit euch auch erkunden, ja, also was jetzt passiert. Ich merke, das Papier ist für dieser vielleicht nicht das Ideale gewesen, weil ich habe vorhin mit dem Bleistift ein bisschen drauf rumgemogelt und sofort hat es das Papier zerstört an der Sache. Ich merke, hier gibt es auch ein paar Stellen. Ich kann mir vorstellen, dass bei ihm auch das Papier nicht ganz durchgehalten hat. Aber einfach ausprobieren, ja? Und jetzt zeichne ich einfach weiter. Wir nehmen den dicken Stift und jetzt können wir wirklich mal diese kleine Skizze mit vervollständigen. Er hat hier eine kleine helle Linie gelassen zwischen Brücke und Landschaft dahinter. Ihr merkt, diese kleine Linie macht die Brücke sofort räumlich. Das sind so ganz kleine Dinge, die man hier einfach erfährt. Und die kann man das nächste Mal, wenn man selber wieder draußen ist und zeichnet, kann man sowas einfließen lassen. So, und jetzt kommt das, worauf ich mich schon die ganze Zeit freue. Die Linien im Vordergrund, die wirklich dem Ganzen erst den richtigen Schmackes geben. Die Boote, die sozusagen wirklich mit ganz feinen Linien dargestellt sind, wirklich auch nur angedeutet. Ihr seht, diese dunkle Kante hier vorne gibt dem Ganzen wirklich den Vordergrund und die Boote nur angedeutet mit der Silhouette der Stadt. Das reicht eigentlich schon aus, um diese Situation auch klar zu machen. Ein kleines Männle sitzt hier auch. Ich ahne sogar den Hut, den er auf hat.
Mir kommt es gar nicht darauf an, dass die Linien gerade sind. Hier geht es wirklich darum, dass diese Linien wirklich im Gegensatz mit ihrer Klarheit, im Gegensatz zu der Landschaft stehen, die fast weich gegenüber den harten Linien im Vordergrund rüberkommt. Und das wird irgendeine Hütte sein oder irgendwas, aber überhaupt nicht ausformuliert, einfach nur mit ein paar Linien behauptet. Und da kann man hier unten noch etwas stabilisieren. Ich mache das jetzt so, wie mir es gefällt, weil jetzt muss das Bild, was ich hier habe, ja auch ein Bild werden. Deswegen muss ich mich dann auch vielleicht im einen oder anderen Augenblick auch ein bisschen von der Zeichnung von Dahl verabschieden und jetzt dafür sorgen, dass dieses Bild wenigstens ansatzweise die Magie der Vorlage bekommt. Auch hier wieder haben wir ein getöntes Papier. Ich weiß jetzt nicht, ob es durch die Fotografie und durch den Druck nochmal leidet. Ich habe es jetzt auf weißem Papier gemacht. Auf getöntem Papier wird es nochmal natürlich ganz anders aussehen. Ich versuche jetzt mal den Vordergrund auch dunkel zu machen, weil diese Helligkeit hier unten, die stört mich einfach. Seht ihr, und ich könnte jetzt hier irgendein Objekt noch dazu tun. Das addiere ich jetzt einfach mal dazu. Ein Boot. Und hier steht noch jemand. So, und schon ich weiß nicht, ob das jetzt sehr gelungen ist, aber ihr seht, ich nehme mir die Freiheit, das zu machen. So. Ich denke auch hier habt ihr begriffen, warum ich das mache? Ja? Ich will nicht immer die völlig perfekten Dinge als Kopie, als Vorlage nehmen, sondern ich will in Kopien lernen und nochmals lernen. Das ist wirklich eine Situation, die, wenn man sie so nicht begreift, höchstwahrscheinlich Spaß macht, kopieren, aber man kommt nicht wirklich weiter. Ja? Und hier ist immer auch die Erfahrung, die man jetzt aus so einem Bild heraus entnimmt. Man macht ja selber auch Erfahrungen. Man geht und malt zum Beispiel einen Fluss mit einer Silhouette. Und dann merkt man, ah, das ist kompliziert, da sieht man so viele Details und fängt man an, rumzumiezeln und den Turm richtig durchzuarbeiten. Und dann sieht man auf einmal so ein Bild und sieht, das geht ja viel, viel, also trotzdem, das Konkrethafte verliert es ja nicht wirklich, aber der Eindruck, der ist auch mit so einer schnellen Skizze auch wirklich auf den Punkt gebracht. Und dann lernt man auf einmal merkt man, ach so, ich kann ja auch mal einfach mal versuchen, das Wesentliche nur zu zeichnen. Und nicht immer, ich glaube, das Detail ist auch immer, hat immer auch was mit Unsicherheit zu tun. Man denkt, wenn man das Detail hat, hat man die Zeichnung. Nein, es geht darum, was diese Zeichnung ausdrückt. Und ich finde gerade diese kleine Skizze von Dahl zeigt das eigentlich sehr gut. In diesem Sinne.